Hallo, mein Name ist René Weber. Lassen Sie uns heute über Datensicherung sprechen. Archivierung und Backup haben grundsätzlich unterschiedliche Anforderungen. Im Backup-Bereich geht es mehr darum, große Datenmengen schnell wegzuschieben. Im Archivbereich sind die Anforderungen andere. Im Archivbereich geht es mehr darum, dass man auf Perspektive lange Zeit Daten ablegen kann, die in sich so sicher abgelegt werden, dass ich sie niemals verliere. Was das Datenaufkommen und die Datenmenge angeht, sind Backup und Archiv ebenfalls grundsätzlich unterschiedlich. Im Backup-Bereich multiplizieren wir Daten. Wir generieren aus einem ganzen Satz Daten ein großes Full-Backup, schreiben es auf den Backup-Speicher, dann ein paar Increments, dann wieder ein Full-Backup. Im Archivbereich geht es eher darum, die Daten zu verschieben. Im Bereich der Archivierung haben wir grundsätzlich eher Daten, die mit der Zeit angehäuft werden und auf die in sehr seltenen Fällen sogar noch Zugriffe passieren. Am Beispiel von diesem Eisberg kann man relativ schön zeigen, wie sich die Datenmengen verteilen. Über der Wasseroberfläche sprechen wir von den Produktivdaten, Primärbereich. Unter der Wasseroberfläche, wo eigentlich der größte Teil aufläuft, sind wir im Bereich vom Backup, sind wir im Bereich von der Archivierung und im Bereich vom File-Server. Die Daten, die über der Wasseroberfläche sind, sind genau die, die wir im Backup unten runterziehen möchten. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass wir nicht die Daten des File-Servers mit ins Backup ziehen. Die Daten des File-Servers sind in den meisten Fällen sehr statisch. Statische Daten bedeutet, dass ich kaum Veränderungen habe und damit in jedem Backup eigentlich dieselben Daten immer und immer wieder duplizieren und neu speichern würde. Schaut man sich diese Beispiele konkret an, sieht man, dass moderne Backup-Lösungen auch schon beginnen, File-Server-Backups in einer anderen Art zu machen, sodass man diese eher im Archivbereich unterbringt und nicht im Backup-Bereich. Diese unterschiedlichen Anforderungen an Archiv und Backup resultieren häufig darin, dass auch unterschiedliche Hardware-Lösungen genutzt werden. Aus unserer Sicht ist aber Backup und Archiv etwas, was man unbedingt zusammen betrachten sollte, da der Archivbereich sehr, sehr gut dabei helfen kann, das Backup zu verschlanken und so ein Backup auch wieder airgap-fähig zu machen. So können wir von airgap über lineare Speicherung bis hin zu einem rotierenden Speicher, der sich über Continuous Snapshots jederzeit absichert, alle Daten von Backup bis Archiv behandeln. Übrigens, wenn Sie das Thema airgap noch genauer interessiert, schauen Sie in unser Video, da erklären wir Ihnen alle Details zum airgap.